So, auch zurück hier. So, ich habe das ein bisschen ganz einfach gelöst. Und zwar, nachts das Ding bleibt wie normal wie vorher. Jetzt kommt natürlich die Uhrzeit. Irgendwann ist es dann dunkel. Jetzt hat er kurz einmal auf den Alarm umgeschaltet. Jetzt kommt der Alarm, hört er gleich einmal. Da ist er. Bisschen laut, auch wenn wir hier stehen. Alarm aus. Und mehr brauche ich nicht. Der Timer läuft, das nervt natürlich ein bisschen. Ist aber einfacher, weil ich brauche das Endgate zum Beispiel nicht und hätte dann wieder was gespart. Weil der Timer, den müsste ich halt dann wieder ausschalten. Das wäre natürlich auch wieder ein bisschen blöd vom Sinn her. Aber warum nicht? Können wir das so lassen? Lass den Timer laufen. Dann ist das doch okay. Dann hätten wir es noch weiter rübersetzen können, hätten noch einen Platz gehabt. Macht jetzt nichts, können wir so lassen, ist okay. Wir können das auch wie voll machen, wie das wird, weil das Endgate haben wir jetzt. Aber das können wir auch irgendwie noch für was anderes verbrauchen. So. Dann haben wir das Problem gelöst. Wir gehen jetzt hier in Modus wieder raus. Dann heißt es nicht, du cheatest. Weil das tue ich ja immer, wie alle Leute da sagen. Dann ist das okay. Dann machen wir uns nämlich gleich daran, das Programm zu schreiben. Das ist nämlich dann geil. Dann nehmen wir nämlich jetzt uns Zeit für. Das machen wir nämlich jetzt auch in der Aufnahme. Das ist nicht viel. Brauchen einen Advanced Computer. Stellen wir uns mal hier hin. Dann sagen wir Label Set Nacht Speicher. Genau. Jetzt editieren wir das. Edit Startup. Ich probiere das hier gerade in der Folge alles aus. So, was wir brauchen ist, wenn wir jetzt einen Bildschirm haben. Habe ich gerade einen Bildschirm? Nein, habe ich gerade keinen. Dem wir vorsetzen und sagen, wenn ein Signal eintritt, was da unten rauskommt, der Nachtspeicher ist an. Beziehungsweise der Nachtspeicher ist aus. Müssen wir irgendwie versuchen, das Signal aufzufangen. Ja, wie machen wir das? Wir setzen erstmal eine Schleife ein. Ich probiere gerade. While to do bezieht sich eben auf eine Schleife. Darauf sagen wir, ist das Redstone-Signal, was jetzt Input ist. Get Input, dann suchen wir uns eine Seite aus. Die kann ich immer wieder umschreiben. Sagen wir jetzt erstmal Get White. Wenn die. Warte mal, war das gleich oder gleich hintereinander? Weiß ich nicht. Wenn die. While. Nee, true. Wenn die true ist, dann. Sage mir doch, beziehungsweise mach es doch ganz einfach. Schreibe. Nee, schreiben tun wir noch nicht. Wir sagen dem erstmal eine Farbe. Term set color 32. Und dann sagen wir print Nacht Speicher an. So. Nachdem wir das gemacht haben, sagen wir dem Herrn, schlafe 1,9 Sekunden und 0,1 Sekunden und Shell 1 ist sozusagen laufe ein neues Programm durch. Shell 1 clear in dem Fall, der soll das ganze System clearen und dann halt wieder von neu anfangen. Jetzt haben wir das Problem. Natürlich kommt auch ein Signal, was nicht passt. Also müssen wir else, if das letzte Signal, was jetzt noch reinkommt, get input. Ist das richtig alles? Get input. Ja. Müssen wir wieder rechts sagen. Get input gleich. Ah, ne. False. Wenn das jetzt falsch ist, also ne, negativ ist, dann ist auch doch ganz einfach. Set Term Set Color. Und zwar müsste das 16.384 sein. Und schreibe mir Print. Wieder das alles in Häkchen setzen. Print Nacht Speicher aus Häkchen beziehungsweise Gänsefüßchen und Klammer zu. Wenn du das gemacht hast, dann schlafe wieder 0,1
Sekunden und clear sozusagen das Programm von neu. Shell one clear. Jetzt kommen natürlich noch ein paar Ints dazwischen, halt wenn das beendet wird. 1, 2, ich glaube 3 Stück sind's. 3. Hier machen wir auch noch eine Leerzeile zwischen, dann sagen wir immer, das ist ein alles einzelner Punkt. Obwohl das eigentlich wohl, das ist nicht so schlimm, das gehört ja alles sozusagen zusammen, das können wir so lassen. Machen wir noch ein bisschen weiter weg. So, das ist eine neue Spalte, das passt. Sollte ich, glaube ich, hier richtig sein, wenn ich jetzt lügen müsste. So, fixe, das können wir nämlich austesten, wenn wir jetzt sagen und keinen Monitor haben, den köpfen wir uns beim Fix. Kannst erstmal weg hier. Das kannst du weg und das kann weg. Obwohl wir hätten noch die Redstone-Fackel behalten sollen. Zumindest eine. Redstone-Fackel. Eine brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt brauche ich Gold und Glasscheiben. Glasscheiben. Eine goldige Angelegenheit. Oh, mach mal. Brauchen wir auch Bildschirme. Jetzt, wenn das Signal von rechts kommt. Obwohl, hier. Jetzt ist nichts drauf. Jetzt sagen wir dem Programm. Front. War das jetzt Front? Ja. Monitor. Von Startup. Ich will hoffen, dass ich gespeichert habe. Edit Startup. Oh, da gespeichert. Alles klar. Da denke ich meist nicht dran. Monitor. Front. Startup. Also immer in dem Monitor, zu welcher Seite der das eigentlich hinzeigt. Und zwar das hier, wo das hinzeigt. Bei mir ist das jetzt Missing Texture, bei euch ist halt ein anderes, was anderes. Und dann kommt das Programm, was da geschaltet werden soll. Das. Jetzt sagt er mir, in Zeile 18 ist ein Fehler. Kommen wir doch hinter. Zeile 18. Und da ist er. Entweder ist ein N zu viel oder ein N zu wenig. Speichern. Exotieren. Monitor Front. Zeile 10. Muss ich wie gesagt durchtesten hier. 9. Term Set Color. Ist das nicht 384? Else if false then print Nachtspeicher. Set Color. Set Color. Term.setColor. Ich nehme S1 rein. Ich weiß nicht genau, welche Farbe das ist. Probieren wir es nochmal. Schon wieder ein Fehler irgendwo drin. Schon wieder. Startup. Haben wir ein Problem mit Zeile 10. Zeile 10 ist die hier. Wird er entweder 1 N zu wenig gehabt haben oder 1 zu viel? Das weiß ich nicht. Weil mit dem Fehlercode kenne ich mich null aus. Da ist schon wieder irgendwo ein Fehler drin. Ja. Muss ich doch gleich mal das testen, wo der Fehler denn da ist. Term Set Color ist doch richtig. Oder nicht? Term Set Color 1, Print. Get. Else if Redstone get item rechts gleich false then. Dann die Farbe. Und dann soll er printen. Schau ich mal eben nach. Sehen wir uns gleich wieder. Tüdelü. Bis gleich.